Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück. 7 Days to Die mit Yogi. Hello, Krian. Ich habe hier ein Fahrrad gefunden. Das ist korrekt, das ist meins. Wieso bist du jetzt damit nicht weitergefahren bis zum Ding? Ich bin rübergelaufen zum Trailer. Das habe ich gesehen. Also Acid habe ich jetzt nicht in seinem Portfolio entdeckt, ja. Aber was ich entdeckt hätte, wären tatsächlich Wiring, Knife Guy, Night Stalker, Volume 4. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob man davon was braucht. Also Wiring sowieso nicht, weil dafür bräuchten wir noch 1000 andere Level. Also Night Stalker wäre eigentlich geil, aber du bist auch nicht mehr in der Lage, überladen zu sein, oder? Nicht wirklich, nee. Okay, weil sonst wäre man in der Nacht nicht mehr überladen. Das würde nicht mehr gehen. Ich meine, für 4000, für 900 könnten wir uns eine Iron Fire Axe holen. Weiß ich jetzt nicht, ob wir es wirklich bräuchten. Braucht man nicht wirklich, ne? Ich glaube nicht. Explosive Magazines? Medical Journey? Ich müsste mal gucken, inwiefern da... Warte, ich guck mal gerade rein, was da... Ich glaube übrigens, dass das hier die Küche von Hannibal Lecter war. Wie mir gerade auffällt. Warte, ich komme auch gleich mal gucken. Jetzt wirst du raus teleportiert. Oh, das Night Stalker ist eigentlich ziemlich geil. Okay, da müssen wir ganz kurz mal zumachen, das hat keiner gesehen. Ich werde die Nacht oben auf unserer alten Heimat verbringen. Ja, ich werde mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren. Hui, jetzt bin ich raus teleportiert worden. Scheiße, wo ist mein Fahrrad? Da drüben irgendwo. Hey, die Kartoffel müsste gewachsen sein, oder? Ja, wir haben eine Kartoffel, die ich ernten kann. Eine Kartoffel, Krian. Das sind sogar zwei. Ja, wir haben unter unserem Haus. Ich habe mir die ganze Zeit einen Kopf in unserem Haus. Wie unter unserem? Also in unserem alten Haus hier. Ah, okay, cool. Da ist unten drin ist ein Raum, da ist ein Kopf drin. Den ich hatte halt kurz überlegt. Ich habe jetzt Zombies an und du schießt auf die. Ich habe nur 200 Schuss und das sind nur Bogen, also. Naja. Oh, Zombie-Line? Oh, hier sind fucking viele Zombies. Immerhin ein paar Kleinigkeiten gefunden, aber leider keine Säure. Okay, jetzt läuft er mir nach. Gerade schon gedacht, der ignoriert mich, wenn ich auf dem Fahrrad liege. Oh, wir haben im Westen haben wir eine kleine Horde. Hui! Hinterm, Waggon. Ja, das meinte ich mit, da sind fucking viele Zombies. Achso, ich dachte, du warst da vorne unterwegs. War ich auch, aber ich bin eigentlich hier hinter, ne, um die so ein bisschen zu dir zu bringen. Hallo, hallo, bin da. Der rübt schon wieder. Und dann fährt ein Zombie auf dem Fahrrad. Nein, 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 ich bin's nur hier, das ist kein Zombie, tu ihm nix. Muss ihn töten. Ich kann keine Bücher lesen, während ich auf einem Fahrrad sitze. Ich brauche einen Kühlschrank. Hey, Sie Zombie, hören Sie auf, unsere Sachen zu klauen. Nein. Also was ganz cool ist mit diesen Nightstalker-Magazinen tatsächlich, wenn man mehr davon hat, also die richtigen, macht man nachts mehr Damage und kriegt auch nachts mehr XP. Okay. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Hier drunter können wir gucken. Hier drunter ist ein Kopf. Hier. Ja, möchte ich jetzt eigentlich nicht. Also ne? Also etwa hier etwa. Weißt du, etwa hier. Da ist ein Kopf, sagst du? Also da so, hier so in dieser Ungefähr. Ecke. Ungefähr. Okay. Ja gut, ist ja auch ein Diner. Vielleicht haben die Donuts kreieren. Das, würde den... Bist du eigentlich... Isst du gerne Donuts? Ja, was heißt gerne? Also ich esse sie schon, aber ich hole sie jetzt nicht extra. Okay. Also guck, du kannst hier quasi runtergucken. Da ist quasi ein... Oder war ein Kopf.
Nee, da ist er noch. Nee, das ist kein Kopf, das ist eine dicke Frau. Geh mal wieder ein Stückchen nach rechts, danke. Das ist. Nee, das ist keine dicke Frau. I misgendered you. I'm sorry. Oh, was wir uns auch gestern angeschaut haben, war das neue Ricky Gervais-Programm. Okay. Das kam an Weihnachten raus. Kennst du Ricky Gervais? Ja, das ist der Comedian, der lustig ist, aus England. Ja, genau. Aber nicht Jimmy Carr. Nee, der Typ mit so zurück... Also, auf Netflix gibt es eine Serie von dem Typen, der in 4 Blocks mitspielt, wo er eigentlich irgendeine Serie, die der Ricky Gervais macht, in Deutschland machen will. Und die Serie ist ultra beschissen, weil der Typ aus 4 Blocks... Also, weiß ich nicht, ich finde einfach... in der Rolle einfach irgendwie nicht so gut. Ich habe aber auch nie 4 Blocks gesehen, also ich weiß nicht mehr, ob er in anderen Rollen auch schlecht ist. Vielleicht war es doch kein Cop. Also wenn wir noch 40 weitere First Aid Magazine Medical Journeys haben, dann können wir ein First Aid Kit machen. Und davor können wir einen Cast machen. Unter was ist das? Unter welche Dinge? Wenn du Medical wahrscheinlich, oder? Buch, nee, bei dem Hammer auf das zweite gehst das Medical. Ja, genau. Ja, ich bin bei Level 11. Das heißt, du kannst schon Tier, Painkiller eins. Und Dings. First Aid Bandage kann ich. So. Und diese Frostbite. Level 2. Ich bin bei Level 10. Ich würde die Bücher tatsächlich gleich bei dem kaufen gehen. Ich würde einfach alle Bücher bei dem kaufen. Macht das Sinn? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich würde eher sagen, wir warten, bis wir einen Stand bei ihm haben, oder? Ach so, ja, dann sollten wir eine Quest machen. Dass wir dann noch bessere Preise kriegen. Bessere Preise, bessere Besserung. Genau. Ja, dann wäre eine Quest natürlich sinnvoll. Ja, machen wir doch eine kleine Quest, wieso nicht? Ja. Guck mal, du kannst übrigens nachher mal... Es gibt auch XP, das ist vielleicht auch hier, guck mal, die Wrench. Nimm mal die Wrench mit. Und dann musst du nachher mal... Ja, lass ihn doch, der tut doch nichts. Will die XP haben. Der will ja nur spielen. Ja, ich doch auch. Oh, ich muss mir gleich mal Pfeile machen. Meiner. Level 22. Du musst nachher mal so eine Vending Machine auseinandernehmen. Okay. Ah, damit ich einen Stromschlag kriege? Nein, sicherlich nicht, Krian. Wieso nicht? Ich will keinen Stromschlag bekommen. Hast du schon mal versucht? Ja, vor langer, langer Zeit. Ich nicht, ich hatte es eben erst versucht. So, jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, weil ich es immer wieder vergesse, wo ich angefangen habe zu skillen. Können Sie mal aufhören, da so rumzuschlagen? Schon ein bisschen nervig. Ich würde da unten die Typen noch töten, dann den Raum noch looten wollen, weil der war noch ungelootet, weil der hinter einer verschlossenen Tür war. Wir müssen eh warten. Der Trader macht ja erst um 6 Uhr auf, glaube ich. Ja. So, gehe ich auf Cardio? Das ist Regel 1, ist Cardio, oder? Ja. Das macht ja eigentlich, würde es ja Sinn machen. Rule 1, Cardio. Ich weiß jetzt nicht, ob du die Anspielung verstanden hast oder nicht. Ja, Zombieland. Ja, genau. Aber tatsächlich heißt der Perk hier auch Regel 1. Cardio. Ah, cool. Das wusste ich deswegen, nicht. Deswegen habe ich jetzt nicht instant an Zombieland gedacht, weil ich dachte, du fragst einfach nur, ob der Perk so heißt. Ah, nee, ich habe auf Zombieland angespielt. Ich hatte gestern so ein Problem. Wie gesagt, wir treffen uns ja jedes Wochenende mit Freunden. Wir kochen dann zusammen, essen zusammen, kochen dann eben Serien oder Filme. Je nachdem. Ja. Auch demnächst die ganzen Oscar-Nominierungen. Die kommen ja nächste Woche raus. Mhm. Und dann sage ich halt immer, ja, sag mir einfach, was ich mitbringen soll. Oder wenn sie halt zu mir kommen, was sie halt mitbringen sollen, damit wir eben einigermaßen aufteilen und gleichmäßig Zeug eben holen. Du hast Besuch. Und dann hat sie halt hingeschrieben, in Emojis, Avocado, Zitrone und eine Ente. Okay. Ja, so. Du musst eine Ente mitbringen. Ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Unser Ziel zu essen zu machen war, oder wir haben Sellerie-Puffer gemacht mit Guacamole. Also Sellerie-Puffer klingt hardcore widerlich.
Nee, es Aber ist ich bin okay. auch kein Sellerie-Fan, auch Ja, wenn ich gut. gestern Selleriesaft getrunken habe. Aber ne, ist eine Es geht Geschmackssache. eher Aber darum. grundsätzlich, meine Kartoffelpuffer sind auch geil und ich stelle mir das ähnlich vor, nur aus einer anderen. Ja, es hat auch wenig, also der Sellerie hatte relativ wenig Eigengeschmack in dem Fall. Ganz Auf jeden kurz, Fall. also ne, rein rezeptmäßig, das muss ich jetzt fragen, bevor ich es wieder vergesse, aus Knollensellerie oder Nee, aus den Stauden? Knollensellerie. Okay. Okay, dann könnte ich, ja, okay. Nee, Okay, gut, erzähl Knollensellerie. weiter, sorry. Ich bin auch kein großer Fan von dem Staudensellerie, der ist so faserig und so. Das brauche ich nicht. Nee. Und ja, sie hat das halt dann hingemacht. Und was halt auch wichtig zu wissen ist, sie sind beide nicht richtige Vegetarier, aber sie ernähren sich fast nur vegetarisch. Also ab und zu, also wirklich ganz selten mal ein Stück Fleisch. So. Dementsprechend war mir natürlich sofort klar, auch weil ich das Rezept kannte, gut, sie brauchten natürlich keine Ente. So, was würdest du dann interpretieren, brauchst du, wenn sie eine Ente postet? Für die Puffer mit Guacamole. Oder Avocado-Dip. Ich glaube, es hieß nicht mal Guacamole direkt. Also, ne, vom Tomate, also jetzt, wenn ich meine Guacamole durchdrehe, Tomate wird für mich keinen Sinn machen. Ne, Ente, spicy Chicken, vielleicht eine Chili für die Guacamole oder Zwiebeln, nein, das macht auch keinen Sinn für mich. Also, ne, ich würde nicht drauf kommen, legit. Also, außer zu sagen, okay, Fett, um halt das Zeug drin anzubraten, aber ich denke mal, das ist jetzt nichts, so was man mitbringt, weil Fett hat man in der Regel ja eigentlich Nee. daheim. Ich kann dir ja mal auf die Schnelle, weil wir sowieso warten müssen, bis der Kollege aufmacht. Ich kann dir mal erzählen, was in dem Rezept alles drin vorkommt, und dann kannst du Okay. schlussfolgern, was du eventuell Okay, das unter gefällt mir. dem Das mag Ding. ich. Ja, wir haben ein neues Spiel. Rate die Zutat. So in etwa. Ich muss Ja, und ganz da kurz. uns in letzter Zeit immer mal die Rezeptideen ausgehen, was wir kochen können, ist das eigentlich eine gute Sache. Vielleicht Oh, kriege ich dann dann. auch Ja, Inspiration. dann such dir einfach die App Captain Cook. Ist eigentlich ganz nett. Captain Cook. Ja, da hast du jeden Tag drei Rezepte, du kannst deine Präferenzen einstellen, dementsprechend kriegst du Vorschläge und du hast drei Wochenrezepte. Das ist eigentlich saugeil, daraus machen wir Ich dachte relativ immer, viel. okay, weil ich dachte immer, früher habe ich auf Chefkoch immer mal geguckt und gedacht, Ja, das da sind auch ganz Tagesrezept, nette Sachen dabei. aber ja, aber die Tagesrezepte waren meistens irgendein Crap, wo ich dann keinen Bock drauf habe. Nee, wir gucken Das halt war ab und halt zu mal das nach, wenn wir Problem. jetzt sagen, okay, worauf habe ich Lust, eine Zutat, und dann über Chefkoch ist auch ganz geil. Also, was in dieses Sellerie-Puffer mit, wie heißt es hier offiziell? Mit Avocado-Creme. Avocado-Quark heißt das hier. Ah, Quark, okay. Dann habe ich es falsch verstanden. Auf jeden Fall Sellerieknolle, Avocado, Zitrone, Ja, Petersilie. dann ist mir aber schon klar, was die Ente ist. Quark. Ja, mir war es nicht klar. Weil ich hatte den Quark nicht im Sinn. Ich hatte an Guacamole gedacht. Und Ja, für mich gut. kommt Nee, in wie der gesagt, bei dem Gedanken Guacamole kommt. Guacamole wäre ich halt auch auf nichts davon gekommen. Nee, ich hatte Guacamole im Kopf, habe das Rezept durchgeguckt und sehe da dann nur Eier. Also war für mich direkt, okay, sie will Eier, dass ich Eier, Eier ja. mitbringe. Ja, natürlich wollte sie den Quark haben. Also kam ich da gestern an, Da ist die Tür. brachte dann ich habe dann eben Eier. die Zitronen abgelegt, Avocado und einen Eierkarton, damit die Eier halt nicht einzeln getragen werden mussten. Und dann meinte sie, oh, habe ich gewollt, dass du Eier mitbringst? Wir hatten nein, Ente. Weil ich hatte nämlich dann geschrieben, okay, dann gucke ich, dass ich eine frische Ente finde. Direkt einen Gag drüber gemacht, weil ich ja wusste, sie Ja, würde ja, keine ja, Ente ja. wollen. Also dachte sie aufgrund meines Gags, oder beide dachten Du aufgrund hast meines das Gags, dass ich es verstanden. verstanden habe. Und ich dachte, okay, ich habe es verstanden, sie will Eier. Mich hat irritiert, es gibt natürlich auch ein Eier-Emoji, meine ich. Ja, auf Ja, jeden bestimmt. Fall mussten wir Also ich dann würde jetzt die gestern drei wissen. Medical Journeys würde ich tatsächlich jetzt einfach mal kaufen. Ja, gib Geld aus, komm, hau raus. Und nimm eine Aufgabe, dass wir was machen. Ja, richtig, das werde ich natürlich auch tun. Ja, was die Kosten, wo sind sie denn jetzt hin? Die kosten jeweils 285, also das ist jetzt nicht die Welt. Das sagst du. Hallo, ich bin auch hier, Rich Bitch. Ich verkaufe sie ihm wieder. Ja, verschenk Geld, mach nur. Oh, es gibt nicht nur Do you have any jobs, sondern could you any special jobs? Nice. Tier 2, nehmen wir doch mal an. Ja, auf jeden Fall haben wir dann eben improvisieren müssen, weil es natürlich dementsprechend keinen Quark gab. Und wir waren noch zu faul, noch mehr extra zu holen. Sie hatten noch Joghurt da, habe ich halt Joghurt, bisschen Frischkäse mit vermanscht, war auch lecker. Ja, klar. Insgesamt war das Rezept auch gut. Uns hat nur so ein bisschen Salat, so die Frische hat ein bisschen gefehlt. Sie kam zwar rein Ja. Mit der Quarkcreme mit da. der Qua mit der mit dem Avocado-Creme, weil noch Zitronensaft drin war und ein bisschen Gewürz und so, es war ganz nett, aber es hat halt wirklich so ein bisschen sowas Knackiges, Frisches gefehlt. Du hast jetzt ein Ding angenommen. Ja. Hast du es Ja. automatisch bekommen?
Nein. Da muss ich mit dir an dem Startpunkt sein, glaube ich. Report this player. Sind Verbündete. Chat not blocked, voice not blocked. Go on map. Ja, aber war das nicht immer so, dass du den automatisch auch gesehen hast? Ich glaube nicht. Das also wir müssen auf jeden Fall in die Stadt zu dem Trader, weil ne, ich muss die Trader-Route lokalisieren. Vielleicht geht es auch nicht mit den Special Jobs, das kann natürlich auch sein. Aber dann geh du doch auch mal zu ihm und guck mal, ob du die Special Jobs angeboten bekommst. Ach so. Oh, ist das so blöd zu fahren mit Ding. Whee. Ah. Wie steige ich ab? Ah, E. E. Nicht A. E. Wow. Ah, doch, hier ist ein Ding drauf. Got any special jobs? Opening trade routes. Ja, dann hast du wahrscheinlich das gleiche und wirst auch 1,2 Kilometer in Süden fahren müssen, in die Stadt, zu der Tradering dort. Ja, okay, dann fahren wir halt durch die Gegend. Nice. Mein Fahrrad und dass du ein Inventar in dem Fahrrad auch hast, weißt du. Ja, ich hätte es angenommen wie beim Moped-Auto. Ja, E drücken halt und dann hast du ein bisschen Auswahl. Ding, 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 ding. Hat das auch Taschenlampe? Ja, hat's. Ja, aber musst du mehr strampeln, würde ich nicht anmachen. Das ist der Dynamo. Ah, ja, es macht Sinn. Ja, ja. Du wirst auch instant langsamer, wenn du es anmachst. Ich finde es so geil, wie er so ultra gemütlich auf diesem Fahrrad sitzt und so jo, 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 jo. Ja, jetzt braucht man noch ein richtig gutes Stamina-Ding und dann... Ja, deswegen, ne? Aber wahrscheinlich jagt er uns jetzt zu 20 verschiedenen Tradern auf der gesamten Map. Das ist dann quasi... Ich denke mal, wir reden jetzt mit der und müssen dann nochmal zurück. Also außer da werden wir richtig gut für bezahlt dann. Also ich habe bisher nur Tier 2 Quest, also. Komm, Hasenblatt fahren. Ah, Mist, der ist ausgewichen. Wie so ein Karnickel. Ich würde gerne während der Fahrt so einen Kaffee trinken können. Ja, das ist ja das, was ich sage. Kannst halt... Achso, so den Kaffee. Ich dachte jetzt den richtigen Kaffee. Aber es ist schön an den Straßen, man kann wirklich einfach geradeaus fahren. Und ich glaube, wir sind wesentlich... Also gefühlt sind wir wesentlich schneller als zu Fuß. Naja, ich meine, bist du auf dem Fahrrad unterwegs, dann macht das Sinn. Ja, absolut. Aber weil ich mir am Anfang nicht so sicher war, ob man wirklich schneller ist oder ob das nur so ein bisschen... Übrigens, ich habe ja am Ende der letzten oder vorletzten Folge habe ich ja noch diese Pömpelstadt gesehen. Das habe ich noch gar nicht erwähnt gehabt. Die Pömpelstadt ist tatsächlich eine Military Base. Okay. Also das wäre auf jeden Fall wahrscheinlich mal ein interessanter Lootfleck, aber halt wahrscheinlich auch fucking dangerous. Ja, vor allem wegen der ganzen Sprengladungen drumherum. Ich finde es übrigens sehr schade, dass du nicht irgendwie überrascht warst, dass ich mit dem Fahrrad dir entgegenkam. Ja, ich habe eigentlich auch nur gedacht, oh, Krian hat jetzt auch ein Fahrrad. Also hast du ein Asset gefunden, Krian? Ja. Nice. War beim Trader hinten, da war noch ein Raum, den wir nicht gelootet hatten. Ah. So, was verkauft die Gutes? Oh, 10% mehr Damage zu Wölfen? Ich glaube, bei der war ich tatsächlich noch nie. Echt nicht? Nee. Yay, 500 XP. Überleg gerade, ob ich Geld ausgebe oder nicht. Die hat nämlich Hunter's Journal 2 und Hunter's Journal 5. Aber kostet 3000 insgesamt. Und macht halt nur mehr Damage gegen Wölfe und Ginks. Da wird sich sehr lohnen, die Medical Journals zu kaufen. Oh, Bücher. Ja, kaufen wir erstmal die. Medicals. Ich würde die direkt auch mal nach einem Auftrag fragen, oder? Ja. Fetch, clear Zombies. Komm, clear Zombies, es gibt XP. Weil bei der Fetch kriegen wir auch immer was.
Jetzt ist er aktiv für mich auch, ja. Ja, ich nehme an, das Level 2 ist einfach nicht das Ding, sag ich mal. Moment, wo habe ich geparkt? Vor der Tür. Ja, ich war an der falschen Tür. Rückwärtsgang. Ich tue mir ganz kurz einen Kaffee reinpfeifen, glaube ich. Wobei, das ist nicht weit weg, gell? Nö, ist nur 200 Meter, also ist direkt hier drüben. Ich glaube, da haben wir sogar schon gefetcht. Also herzlichen Glückwunsch zum Fahrradkrieren. Na, jetzt ist es zu wenig, zu spät. Ja, ich weiß. Aber ob er sich irgendwie wieder gutstellen kann mit mir, der Yogi, das sehen wir erst beim nächsten Mal. In dem Whispering Woodlands. Bis dahin euch noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Gesund, haut rein und bye bye.